Daniel Gilgen, Kollege hier vom Intermedialen Design, und ich, für diejenigen, die mich nicht kennen, Georg Schneider, hier aus der Informatik der Hochschule Trier. Eigentlich müsste auch noch ein dritter Kollege da sein, aber wie Sie an dieser E-Mail-Adresse sehen, ist er zurzeit in Wuppertal, das ist der Holger Hoffmann, und aus der Architektur, und wir haben eigentlich dieses Projekt zusammen gemacht, und er ist dann aber jetzt leider dann nach Ende des Projektes nach Wuppertal gegangen an die Universität und ist also dann nicht mehr da. Wir wollten ihn auch nicht extra heute für den Vortrag hier nochmal hierher bemühen. Ja, ich will ganz kurz, nachdem wir den vorigen Vortrag, nachdem der jetzt also sehr weit unten war, haben wir hier jetzt was eher relativ weit oben ist. Und zwar geht es um ein Projekt, was wir jetzt gleich vorstellen werden. Es geht grundsätzlich um die Idee, dass wir versucht haben, auf der einen Seite, oder was wir auch realisiert haben, auf der einen Seite so ein Pavillon zu erstellen für die Bundesgartenschau. Und dieser Pavillon sollte dann aber nicht nur dort praktisch als Pavillon selber stehen, sondern der sollte auch nochmal so ein bisschen durch Lichtinstallationen irgendwie unterstützt werden und die Architektur nochmal hervorgehoben werden und das Ganze eben ja, irgendwie so eine ganzheitliche Betrachtung also mit der ganzheitlichen Betrachtung dieses Projekt eben zu realisieren. Und ich will ganz kurz über den ersten Teil rübergehen, damit Sie so eine Idee kriegen, worum es überhaupt geht, was wir uns gedacht haben und was auch von der architekturellen Seite eben dahinter steckt. Und dann geht es eben in diese Richtung, wie haben wir es denn realisiert, nachher technisch. Und da bin ich ganz froh, dass der Julian Steffen heute auch hier ist, weil er einer der Studierenden ist, die das nachher realisiert haben. Das war aus der Informatik ein Projektteam von drei Studierenden, die das als Teamprojekt eben dann umgesetzt haben. Dazu kamen natürlich auch noch die Studierenden aus den anderen Fachbereichen. So, also ganz schnell, beginnen wollte ich eigentlich mit Folgendem, damit Sie überhaupt eine Idee kriegen, was wir hier machen. Und zwar mit einem Film, den der Daniel Gilgen hier erstellt hat für... für die Landesgartenschau. Also da sieht man jetzt den Pavillon. Im Nachbarn ist es nicht. Und auch schon die Lichtinstallation im Einsatz. Ja, das ist von Julian Steck im Einsatz. Ja, das Mikro, das ist so Basis, ist hier Aluminium benutzt worden. Und man sieht, dass es in den Kanten doch relativ wild ausschaut. Aber sie haben diese Atomen gut überstanden. Ihr dürft ja auch probieren, ich gebe hier mal rum. So, der Film, mal zum Film gucken. Wie können wir die Kanten in dem Pavillon lokalisieren? Es gab hinterher drei, die im Einsatz sein sollten. Und überhaupt das Interface-Idee, E-Scanner. Das ist natürlich klar, dass das in Bezug zur Bundesgartenschau steht. Ich hoffe, das hat man schon bemerkt oder sich denken können. Ja, die Kanten ist in dem Moment, wo ich sie drehe ich sie im Erdmagnetfeld, habe also einen Kompasssensor und drehe ich eigentlich einmal im Farbkreis. Ja, das heißt also, die Farbe ist immer identisch mit der Ausrichtung der Kanne. Das heißt, und zweitens hier blinkt, ist nicht benutzt und soll dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Und in dem Moment, wo ich sie neige, der Beschleunigungssensor misst die Neigung. Und
sendet dann die ausgewählte Farbe via XP an den Laptop, auf dem der Java-Software lief. Die dann Animationen auslöst in diesen Deckensegmenten, die alle mit LED-Bändern ausgestattet wurden über DMX-Protokoll angesteuert. Die haben allerdings geschreddert, muss ich zugeben, in den 8 Monaten Einsatz. Und zwar sollte man immer daran denken, wenn man LED-Bänder so einsetzt, die müssen gut gekühlt sein. Immer auf Aluminiumschienen oder sowas aufkleben, nicht direkt auf Holz aufkleben. Die sind einfach über die Betriebsdauer zu warm geworden und dann verändern die ihre Farbe. Aber nicht unser Geld. Waren aber trotzdem, glaube ich, 15.000 Euro LED-Bänder darunter. Inspiration für den Pavillon, der ja auf dieser generativen Architektur, also einem digitalen konstruierenden, so heißt das, hieß das Fachgebiet hier, digitale Konstruktion, aufgebaut war. Ja, man hat eben gesehen, es gab zwei unterschiedliche, grundsätzlich unterschiedliche Zustände. Einmal diesen Nachtzustand mit einem Simulationsmodus, der dann hinterher ganz einfach angespielt werden konnte, eigentlich sozusagen Nutzer simuliert hat. Und eben den aktiven Modus, in dem ich selber Farbe beeinflussen und ausgießen konnte. Gebe ich mal weiter. Ja, danke Daniel. Ja, das war einfach nur mal vorneweg der Film, um überhaupt mal eine Idee zu bringen, worum es da überhaupt ging und wie das dann nachher ausgesehen hat. Also dass man überhaupt mal weiß, ja, was hat man sich dabei gedacht. Und hier das Szenario nochmal ganz kurz auf dieser Folie. Also worum ging es? Das war eine Arbeit gewesen für die Handwerkskammer. Und da sollte eben so ein Pavillon erstellt werden. Wie man sich vorstellen kann, gab es da verschiedene Randbedingungen. Das sollte natürlich was mit der Bundesgartenschau zu tun haben. Das sollte auch eine Sache sein, die nochmal abbaubar ist. Also ganz wichtig, weil nach der Bundesgartenschau musste dieser Pavillon da auch nochmal weg und steht jetzt in der Nähe von der Handwerkskammer in Koblenz da auf deren Gelände. Das war eine ganz wichtige Sache. Dann sollte natürlich auch, weil es die Handwerkskammer ist, sollte irgendwie präsentiert werden, wie gut eben auch die verschiedenen handwerklichen Unternehmen in dem Bereich sind. Ja, das war also auch ganz wichtig. Das soll halt schon irgendwie was sein, was darstellt. Und dann sollten aber auch nochmal irgendwelche Medienelemente integriert werden in den Pavillon. Das war eben auch ganz wichtig. Die Handwerkskammer ist auch in diesem Bereich unterwegs und wollte eben dann auch sowohl zeigen, was sie dort realisieren kann, als auch die Mitglieder so ein bisschen inspirieren und zu sagen, okay, in diese Richtung kann man sich auch noch was vorgeben. So, also deshalb ganz kurz die Projektidee, sich eine Architektur zu überlegen, die da gut hinpasst. Man sollte das Ganze irgendwie ein bisschen an die Natur anpassen, dass das funktioniert. Diese Lichtinstallation, wie man gesehen hat, ist das auch eigentlich ganz gut gelungen, dass die also nochmal diesen Stil halt und diese einzelnen Architekturelemente, die man benutzt hat, dass es das nochmal irgendwie schön in den Vordergrund rückt und das nochmal unterstreicht. Und dass man eben auch so ein bisschen ja, diese Idee von diesem Wachsen und diesem irgendwie diesen Blühen, dass man das mit reinkriegt, aber Daniel wird gleich nachher nochmal ein bisschen was zum User Interface erzählen und die Ideen, die sich dort eben dann entsprechend wiedergespiegelt haben. Und der letzte Punkt, vielleicht auch ganz interessant, also das wurde, große Teile eben des Projektes wurden entweder komplett oder zumindest mit Hilfe von Studierenden erstellt. Das heißt, es war auch eine ganz interessante Erfahrung gewesen. Ja? Und man konnte eben auch sehen, wie bereits, also auch im Studium, man dort mitarbeiten kann, ja, mit Firmen zum Teil zusammenarbeiten kann und was für Objekte dann zum Schluss eben realisierbar sind. So.
So, Architektur, weil der Holger nicht da ist, will ich hier auch noch ganz kurz drüber gehen. Das steht hier auf der Folie so ein bisschen drauf, aber neben dran steht die Kirche, das hat man eben schon gesehen. Also das ist natürlich eine Inspiration. Dann sollte das Ganze auch nochmal eben an die Natur angepasst sein. Also es sollte irgendwie so ein bisschen organisch wirken, das Ganze. Es sollte also diese Idee des Baumes durch diese Zweige und Blätter, das sollte sich irgendwie entsprechend widerspiegeln. Und das Ganze ist dann außen eben dann auch mit so einer Glaswand versehen, sodass man eben auch reingucken kann und eben diese Architektur von außen auch bewundern kann. Das waren so diese Ideen, die im Vordergrund standen, eben bei der Architektur. Und da sieht man dann auch das Konzept, also wie das dann umgesetzt wurde, an diesem Beispiel, also in so einer Warmstruktur, die sich dann eben auch fortsetzt, sowohl unten als auch oben und eben durch diese verschiedenen Säulen, die eben dann auch das Dach tragen. So, und das Interessante ist, man sieht es hier an dieser Stelle nochmal, da war ein Baum an dieser Stelle, den wollten wir also nicht fällen, sondern hat also diesen Pavillon um diesen Baum rumgebaut und hat diesen Baum dann entsprechend rein integriert in den Pavillon. Und hier oben, das, was man eben auch schon gesehen hat, das ist eben diese Lichtinstallation, die dann halt nochmal in diese Deckenelemente integriert wurden. Ich sage mal, eine gespannte Folie mit Klemmen in der angespannten Folie. Also man sieht es, glaube ich, nachher sieht man es, glaube ich, auch nochmal auf den Bildern, also wie er das Ganze realisiert hat. Dann ging es darum, dass auch dieser Pavillon eben nicht nur als Pavillon irgendwie so da rumstehen sollte, sondern es haben in diesem Pavillon verschiedene Events stattgefunden und entsprechend muss es eben auch so realisiert werden, dass diese Events dort stattfinden können. Und insofern gab es also auch da nochmal Randbedingungen, dass man entweder so eine größere Veranstaltung irgendwie stattfinden lassen kann, also dass es irgendwie so ein großer Raum ergibt, aber dass irgendwie auch Bereiche irgendwie so ein bisschen eben abgegrenzt sind und dass man dort so kleinere Workshops und solche Sachen halt dann durchführen konnte. So, Related Work, da gehe ich einfach mal drüber hinweg, aber der Punkt hier nochmal ganz kurz, es gibt natürlich im Bereich auch Architektur und interaktive Lichtinstallationen gibt es auch Firmen, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben, die da schon einiges gemacht haben. Und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite im wissenschaftlichen Bereich einige Ideen, wie man sowas umsetzen könnte. Das nächste, was eben diese Idee der Gießkanne, so wie es dann umgesetzt wurde, kam, ist eben diese Möglichkeit, eben diese so eine Eingabe zu erzielen für solche Virtual Reality Gärten, also Gärten, die halt tatsächlich nur als virtuelle Realität bestehen. Und die Idee war, dass man diese Gärten dann halt, dass man die Pflanzen dort auch gießen muss. Und auch da hat man dann tatsächlich eine echte Gießkanne benutzt, aber dieser Garten selbst, der existiert immer im Computer. So, und zum Konzept der Lichtinstallation will ich jetzt nochmal an den Daniel übergeben. Also ich hatte... Ja, also man hat die Gießkanne jetzt schon rum. Die Frage ist natürlich, statt im Raum Bundesgartenschau, das sind über 1 Million Besucher, die haben im Ende sogar, glaube ich, 1,3 Millionen gehabt. Und der Pavillon hat eine sehr zentrale Lage gehabt. Das heißt, wir hatten also die Frage, wie kriegen wir eine Riesenmenge an potenziellen Usern oder Benutzern des Mediensystems dadurch. Am Ende waren es, glaube ich, im Pavillon, also etliche 10.000 auf jeden Fall, die da drin waren. Wir haben natürlich nicht alle die Gießkanne in der Hand gehabt, aber das war ein wichtiger Teil des Briefings. Also ein User-Interface für eine sehr große Menge an Menschen, die es nutzen. Und relativ heterogene Zielgruppe, ja, also wirklich von älteren Menschen bis hin angeworben, besonders Familien mit kleineren Kindern und so weiter. Das heißt, ein mögliches Problem, wie schaffen wir eine Visibility im Zugang zu einer Installation, ohne wirklich genau zu wissen, wer es nutzt. Ich denke mal, die thematische Herangehensweise kann man ganz gut sehen, in der Bundesgartenschau wachsen, hat der Holger schon eben gesagt. War eine Inspirationsquelle. Und dann ist natürlich klar, wenn ich das in der Gießkanne in die Hand nehme, haben wir gedacht, dann ist eigentlich jedem klar, was ich damit machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr dem so zustimmen würdet. Es ist natürlich schon ein bisschen Irritation, weil das Wasserbau ist jetzt verdeckt. Und es hat sich hinterher auch gezeigt, dass es ganz so intuitiv, wie wir es vermutet haben, dann doch nicht war.
Aber im Großen und Ganzen bietet sie ja nicht so viel Interaktionsmöglichkeit, eben außer dieses Ausgießen, was man dann auch intuitiv, weil man es schon mal gemacht hat, einfach erkundet. Also man könnte sagen, es ist wirklich ein exploratives Interface, was sich sehr leicht erschließt. Und das Drehen merke ich eigentlich auch durch meine eigene Bewegung relativ gut. Schwieriger war die Lokalisierung hinterher, also technische Umsetzung. Im Pavillon, weil wir gerne eben dieses virtuelle Ausgießen dieser Farbe im Pavillon wirklich beginnen wollten, über der Person, die sie ausgießt. Dazu musste man also wirklich immer ermitteln können, wo befinden sich die Kanten im Pavillon. Das wurde relativ lang experimentiert mit einer Feldstärke und XBs, und das funktioniert auch, solange keine Menschen im Pavillon sind. Das haben wir dann doch leider verwerfen müssen. Und wenn man den Film eben gesehen hat, die Lösung war dann, der Vorbild war sozusagen die RFID-Chips im Boden, auf die ich dann die Kanne stelle. Damit ist der RFID wieder drin, der liest sie aus und weiß dann, welche Position sich welche Kanne befindet. Was aber wiederum natürlich eine Hürde ist. Und am Ende gab es noch so ein Spiel, ne? Also wer jetzt wann wie ausgießt, weil in dem Moment, wo zwei Kannen gleichzeitig Farbe ausgießen, vermischen die sich. Und das ist irgendwie noch eine, ja, hat nochmal ein bisschen für so Belustigung gesorgt eigentlich. Also wer ist da schneller, wer schafft es irgendwie zuerst? Also ein bisschen so Gamification, so ganz am Rande, war aber wirklich nur ein Nebenaspekt. Und ja, die Kanne haben mehr oder weniger die 8 Monate gut überstanden, hatte ich schon gesagt. Und das System auch, ne? Das ist nur, wie oft neu gestartet worden, ich glaube ein einziges Mal, oder? Schon mehrfach. Aber mehrfach, ja. Okay, war aber auch heiß im Sommer. Ja. Vielleicht auch, das war aus technischer Sicht natürlich auch spannend, irgendwie mit den Feldstärken. Wir haben es also getestet, das war die Idee, wir sollen es überall machen. Und ich glaube, das war auch interessant von technischer Sicht bei der Realisierung. Also das Labor in der Testumgebung wunderbar, aber wenn viele Leute da sind und jetzt wollen wir gar nicht über Handy, WLAN und was weiß ich was reden, also hat es einfach nicht funktioniert und ging es halt darum, sich die nächstbeste Möglichkeit zu überlegen, und die nächstbeste waren dann einfach diese RFID-Tags, die man eingepackt hatte. Und ich glaube hier, dieser Schluss, dieser automatische Modus, den du auch schon angesprochen hast, der war eigentlich mehr so ein bisschen fast so ein Add-on gewesen zum Schluss, weil der ja, also die Installation war in der Decke, im Grunde genommen ging es ja um die Interaktion. Und dann hieß es, naja gut, nachts ist keiner da, und dann könnte man da nicht einfach so einen automatischen Modus ablaufen lassen, was aus technischer Sicht eigentlich natürlich viel, viel einfacher ist. Ja, man braucht also diese ganze Kommunikation und Interaktion mit dem System nicht. Auf jeden Fall war das aber nachher praktisch einer der Highlights von der Gartenschau, weil dieser Pavillon, der war eben aus Glas, nachts ist es dunkel, ja, das heißt also, diese Animationen kommen dann richtig gut zur Geltung. Und dann stand der Pavillon auch noch an so einer Kreuzung, wo die Autos immer vorbeigefahren sind. Das heißt also, das Ding hat extrem Aufsehen erregt. Und wie gesagt, aus technischer Sicht eigentlich mehr so ein Gimmick, was man noch irgendwie hinzugebracht hat. Aber dann nachher so aus Sicht praktisch dieser ganzen Installation eigentlich eine ganz, ganz wichtige und ganz, ganz schöne Beitrag halt, den man so ist, gar nicht irgendwie vorhergesehen hat. Der lief auch die ganze Zeit durch, diese Automate, aber Tag und Nacht, die haben wir gar nicht ausgeschaltet. Außer wir haben dann, wie gesagt, wir machen dann eben auch Interaktionen umschalten. Ne? Bei Switches gab es auch weiß, das war eigentlich nochmal ein Spezialwunsch für Veranstaltungen, dass man sie dann auf weißes Licht schalten konnte. Aber das wurde, glaube ich, auch gar nicht vorsichtig, dass sie es benutzt haben, aber wie gesagt, eigentlich lief es die ganze Dauer der Bundesdatenschau komplett im automatischen. Und hier sieht man es halt, also nachts sah es halt einfach gut aus. So, jetzt vielleicht das, was die meisten interessiert. Wie sah es denn technisch aus? Also wir hatten hier so ein Aluminiumboard, die Gießkanne ist ja rumgegangen, da war ein Aluminiumboard drin, der RFID-Reader, der war eben dazu da, um die Position zu ermitteln. An verschiedenen Stellen im Boden waren eben diese RFID-Tags eingebracht und durch so einen kleinen Aufkleber eben sichtbar gemacht, damit man eben weiß, dass hier was passiert. Hier so ein Kompass und Orientierungssensor und dann zur Kommunikation so ein XP-Modul, was dann eben kommuniziert hat, eben die Daten, die eben mit dieser Gießkanne ermittelt wurden.
Das Ganze, wie man hier auf der anderen Seite sieht, es gab nicht nur eine Gießkanne, es gab mehrere Gießkannen und aus Stabilitätsgründen, das war auch sowas, was sich dann ja im Projekt herausgestellt hat, war es besser gewesen, dass man halt hier wirklich für jede Gießkanne nochmal so ein dediziertes Arduino-Board mit einem XP hatte, was also mit dem kommuniziert wird. Am Anfang war das Systemdesign eben so gewesen, dass es hier nur ein Arduino-Board gab mit einem XP, das halt alle Informationen entgegennimmt, alle Daten eben von dem Gießkannen, aber das hat sich einfach, das hat nicht richtig geklappt. Also es hat dann irgendwie sich mal verschluckt, dann sind irgendwelche Daten nicht angekommen, dann wurde mal irgendwie was übersehen und wie auch immer. Also es hat auch einfach nicht vernünftig geklappt und naja, was man dann eben macht, ja, man verdreifacht einfach die Hardware oder vervierfacht die Hardware, eben je nachdem wie viel Gießkanne man hat und schon läuft das Ganze ganz anständig. Und die Berechnung nachher von diesen ganzen Animationen, die sollten ursprünglich auch auf dem Arduino-Board stattfinden, theoretisch hätte das auch ganz gut funktionieren sollen, aber auch da hat man dann relativ schnell festgestellt, dass das Arduino-Board eben ja, da auch so ein bisschen Probleme hat, nicht leistungsfähig genug ist und entsprechend hat man das Ganze einfach outgesourced hier an einen ganz normalen PC oder Laptop, den wir dann irgendwo in diesem Pavillon untergebracht haben, der dann diese Deckanimation berechnet hat. Und da steckt dann eben so ein DMX-Kabel, was die Jüngeren unter uns hier sicherlich irgendwie aus der Disco kennen. Also das ist dieses Protokoll, mit dem eben ganz normal Lightshows angesteuert werden. Und dann hingen da oben entsprechend dann diese LED-Bänder dran. Das waren die RFID-Tags. Wie gesagt, hier gab es dann so ein Bubble, da stand dann eben war eine Gießkanne drauf, dann wusste man, konnte man da relativ schnell erschließen, dass das was mit dieser Gießkanne zu tun hat. Das waren also die Interaktionspunkte gewesen. Die Kannen, Sie haben sie ja gesehen, ist ja rumgegangen, sehen so aus. Das Innenleben sieht man hier auf der linken Seite. Ja, und da ist halt hier oben entsprechend so eine LED-Matrix, die eben dann ein Feedback gibt dem Benutzer und eben sagt, welche Farbe jetzt gewählt wurde. Und die konnte man dann entsprechend ausgießen und dann begann eben die Deckenanimation an dieser Stelle. Du hast es eben schon erwähnt, das hier sind diese LED-Strips, die sind eben hier oben in der Decke verbaut worden und dann wurde einfach nur, das war ein Stück Stoff, den er drüber gezogen hat. Stoff, richtig? Genau, ja. Also Stoff, im Wasser, Stoff, der getestet war, auch natürlich anschlusssicher, wie eins, und der wurde dann mit Klettbändern da reingeklemmt. Und da haben sich dann plötzlich dann die reinfliegenden gesammelt. Aber es ging erstaunlich. Jetzt nicht, ich laufe mal vorne zwischendrin, obwohl der Pavillon ja Lücken hat und wie gesagt die ganze Nacht das Licht an war. Also das war im Effekt ja nicht mehr für Schema gehalten. Ne? Also es war nicht total dunkel hinterher. So, hier nochmal so die Idee zur Lichtanimation. Also ich glaube, hier kann man es einigermaßen erkennen, was das aussagen will. Also man konnte an diesen verschiedenen Interaktionspunkten eben die Gießkannen ausschütten. Und wenn die dort ausgeschüttet wurden, dann wurde eben dieses Licht oben an der Decke, fing es an sich auszubreiten, von dieser Stelle dann halt in alle Richtungen. Und wenn zur gleichen Zeit eine andere Animation stattfand, also das heißt, wenn an einer anderen Stelle jemand eine andere Farbe ausgegossen hat, ja, dann ist das eben auch, hat die sich auch ausgebreitet. Und dann an diesen Rändern, wo die beiden ineinander gelaufen wurden, hat man dann die beiden Farben wurden dann verrechnet und die haben sich so, sind so ineinander dann übergegangen. Was nicht realisiert wurde, was aber auch eine schöne Idee gewesen wäre, war so Farbschemata, die sich im Laufe der Zeit ändern, also diese Veränderung während der Dauer der Nutzung des Pavillons. Und wir hatten dann erst Farbblüten gesammelt, wirklich für jeden Monat, welche Pflanzen blühen da zu welchem Monat. Man stellt dann wirklich fest, also die Farbschemata ändern sich, wenn ich das zum Beispiel auf solche Blütenfarben beruhen lasse oder das auch andere. Und das ursprüngliche Thema, da können wir nicht jeden Monat ein anderes Farbschemata haben oder können wir das nicht so ganz einfach auch noch fehlen lassen. Aber da hat dann das Programmierteam irgendwann gestreikt und wollte nicht mehr weiter. Das verständlich ist auch ein gewisser Punkt. Aber nur als Idee wäre es ganz schön gewesen. Ja, okay. Ja, als Resümee kann man eigentlich kurz sagen, das hat funktioniert, das war eigentlich schön. Also auch diese Realisierung eben im Rahmen eines Projektes, wobei aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, es war zwar ein Teamprojekt gewesen, aber die Studierenden haben schon deutlich mehr
Arbeit reingesteckt, als normalerweise ein Team Projektier gibt, waren also tatsächlich mit Herzblut bei der Sache und haben auch nachdem das Projekt eigentlich beendet war, hier noch Support geleistet für die Bundesgartenschau, weil bei so Systemen halt doch so ist, man kann zwar ein paar Leute anlernen und die wissen dann in etwa, wie es geht, nur wenn die dann nicht da sind und die sollen das dann nochmal weitergeben und die sollen das dann nochmal weitergeben, also stille Post. Ja, und zum Schluss soll dann irgendeiner tatsächlich das System anschalten, der es nur vom Hörensagen kennt, dann funktioniert das eben dann doch leider nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, aber ansonsten hat das eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, du wolltest noch ganz kurz zeigen, ja, was würde ich jetzt gerne mal hören, was denkt ihr, funktioniert das als intuitives Interface oder nicht, oder hat das alles funktioniert, was ihr da einstellen sollt? Einsatz. Ich hätte erwartet, dass man die Farbe auf dem Boden dann sieht, ja. Und nicht an der Decke. Das ist ja diese merkwürdig, ich gieße aus und dann tut sich oben was. Das ist richtig, das ist ganz klar eine Irritation, die da ist. Ist die bewusst oder hat man das nicht hingekriegt, dass es auf dem Boden ist? Das hat man nicht hingekriegt. Okay. Nee, das war von vornherein komplett ausgeschlossen. Ja. Ja, das Drehen, die Farbe zu wechseln, das würde sich mir nicht auch, sagen wir mal, von sich aus erschließen. Ich müsste erstmal mit dem Ding rumspielen. Ich bin ja eher so ein Tüftler Natur, aber bestimmt der eine oder andere. Ja, das ist auch wichtig. Auch das war, also stehen Sie erst in der Hand, mach so, dann passiert was. Und das Drehen ist das, was ich als zweiten Punkt erkenne. Aber das, was man auch sieht, ist schon, dass es ein sehr immersives Erlebnis war, in dem Moment, wo ich wirklich ausstelle, die Farbe ändert sich so über mir. Und gerade also nachts, ganze paar Minuten gehabt, ich diese Farbe rein. Das war wirklich sehr, sehr intensiv. Ich habe jetzt hier nur noch ein kurzes Beispiel, was passiert, wenn also Kinder das auch machen, die benutzen es dann eben doch. Die machen es dann doch eben so ein bisschen anders als im Gespräch, den wir waren. Aber auch die hatten dann irgendwie Spaß dabei. Der hat es mit Drehen erkannt. Genau. Drehen wurde schon erkannt, klar, ändert sich die Farbe, das war jetzt nicht so schwierig. So, mit dem tüftlerischen Vorgehen ist es was anderes. Ja, wie langweilig. Jetzt erklärt die Schwester, wie es richtig geht. So, ich stelle das dann auch, ich komme nicht mit rein, ja, das ist nicht richtig hinfliegen. Ja, das war ein bisschen eine Latenz. In dem Moment, wo die Farbe einmal ausgelöst wurde, lief erstmal die Animation durch, bevor ich dann erneut einen neuen Farbbefehl rausgeben kann. Das hätte man vielleicht anders machen können nachher, aber da sieht man wieder, die Evaluation von solchen Projekten ist super essentiell. Das gab es in dem Fall vorher nicht, weil es wirklich praktisch zur Eröffnung fertig wurde. Auch mit der Installation der LEDs in allen. Aber grundsätzlich müsste das natürlich eigentlich erfolgen, dass man die Chance hat, vorher das im Testaufbau testen und noch eine Testperson testen zu können und auch noch eine Reaktionszeit hat. Also, weil man kann viel vorhersehen, aber man kann eben nicht das hundertprozentig erahnen, was wirklich hinterher einen User damit anstellen. Man erlebt da immer wieder Überraschungen, das kann man vielleicht noch wieder auf den Weg geben. Ja, und zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, was möglicherweise hier im Bereich Raspberry Pi auch eine ganz interessante Sache sein könnte. Und zwar wurde dann im Anschluss an dieses Projekt, hat dann einer der Projektmitarbeiter, also der Emilian Staffen, um genau zu sein, der gerade sitzt, hier auf der linken Seite, hat diese Fragestellung weitergeführt und hat hier für die Studierenden aus dem Studiengang Intermediales Design hier so eine, ja, so ein Tutorial praktisch erstellt, und zwar mit Text, mit Videos, ja, wo halt hier verschiedene Kapitel, wie man halt hier sehen kann, dann zum Umgang mit Arduino eben realisiert wurden, wo Videos realisiert wurden, wo genau erklärt wurde, wie man mit diesen Sachen umgeht, wie man das zusammensteckt, wo irgendwie Hardware-Probleme sind und.
dass eben auch speziell Studierende damit arbeiten können, die jetzt nicht also einen Background haben aus der Informatik oder E-Technik, also generell aus dem technischen Bereich, sondern eher hier aus dem Designbereich. Und das 23 Follower, glaube ich, ja. Irgendwie so 23 Follower, wenn ich jetzt schon auf YouTube. Also das könnte unter Umständen auch eine interessante Sache sein, also für Raspberry Pi, wenn sich überlegt, das Ganze eben zugänglich zu machen für eben auch andere, also jetzt gerade hier wie in den anderen Klinikhege, genau wie man es jetzt hier in dem Bereich sieht, also vielleicht für eben Studierende oder überhaupt Interessierte aus dem künstlerischen Bereich, dass die also ihren einfachen Zugang hätten und dann auch mit dieser Plattform einfacher arbeiten können und ihre Projekte realisieren können. Genauso wie man es eben halt hier sieht, da war am Anfang ja die Idee und es ging darum, diese Idee irgendwie umzusetzen. Und wenn man jetzt eben sehr low-level arbeiten muss, dann wird man sicherlich in einer entsprechenden Zeit nicht zu dieser Lösung kommen. Wenn man dann aber seine Ideen relativ schnell umsetzen kann, indem man zum Teil vorgefertigte Komponenten eben zusammenstecken kann, dann kriegt man eben sowas auch hin. Nur eine Frage, die intermedialen Designleute, die haben doch auch diese leuchtenden Stühle. Hat man da schon mal überlegt, mit den Gießkannen die Stuhlfarbe zu ändern? Leuchtenden Stühle? Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist für ein Weg. Also ich habe das nur am Rand mal mitgekriegt bei der Organisation von einem Gießkannen. Achso, kann sein. Was sollen wir ändern? Nee, dass man halt die Farbe dann von den Stühlen... Ja klar, wir können... Stühle. Also Farbe ist ja erstmal ja, ganz wichtig. Stühle in die Farbe gießen, sozusagen. Klar, ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Also wir haben ja die drei Kannen noch und ich überlege schon die ganze Zeit, was wir mit denen mal bei der nächsten Veranstaltung wirklich anstellen sollten. Wir müssten eigentlich also das System nochmal aufbauen und irgendwie in den Weimar können. Ändern und vielleicht könnte man dann auch wirklich mal auf den Boden gießen, was da im Pavillon eben nicht oder auf Stühle halt. Ja, dann noch eine andere Frage. Gab es eine Unfallstatistik von der Kreuzung? Vor allem es war nicht auffällig, sonst hätten wir wahrscheinlich ganz, ganz schnell einen auf den Deckel gekriegt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da keiner gezögert hätte, uns da eins verbrannt. Die sind eigentlich nicht sehr befahren, aber es gab Fußgängerpassanten, die vorbeigelaufen sind, also ich war beim Installationsabend dabei und sonst nicht. Es ist wirklich so, dass die Leute alle also stehen geblieben sind, ne, im Zaun und geguckt haben und so, das ist ein cooler Club hier, wann kann man denn da rein? Wieso ist das jetzt zu, ist das jetzt so exklusiv? Also solche Kommentare muss man sich so anhören. Und das hätte es auch hergegeben, aber irgendwie hat der Handwerkskammer da keine Lust zu gehabt, das irgendwie in dieser Art und Weise zu betreiben. Ne? Also, ja, Aufsehen hat es erlegt. Das war Ziel der Sache.